Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf dem Westbalkan DLC. Absolut aktuell, gestern erschienen und ja, wir gucken mal eben. Was machen wir heute? Wir haben 4.25 Uhr. Ich habe gesagt, wir wollen natürlich alles entsprechend entdecken und dafür ist es wichtig, da fangen wir hier auch direkt mit an, die Strecken hinterher, das ist das kleinste Übel, aber es ist wichtig, dass wir die Gelände abfahren, weil die hinterher auf der Karte wiederzufinden, was man noch nicht abgefahren hat, das ist so ein Ding für sich. So, ich mal ganz kurz was gucken. Okay, man ging das schon im... Nee, das ist jetzt neu, ne? Warte mal, Klagenfurt. Die Strecke ist auf... Wir kamen von Klagenfurt. Wir sind aber hier rum. Da haben sie neu gemacht, da haben sie neu gemacht. Diesen Streckenabschnitt hat es gegeben. Das ist neu. Man konnte sonst von Triest hier an der Grenze lang dümpeln. Warum? Ach, guck mal, jetzt macht das auch Sinn. An der Grenze lang dümpeln, konnte hier aber nicht abfahren. Das heißt, hier sind wir dann ins Niemandsland geraten, bis hierhin wahrscheinlich in etwa. Oder bis hier, keine Ahnung. Ah ja, und jetzt kann man bis Kopa fahren. Ja, schön. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt als nächstes mal dieses Städtchen hier an. Also das heißt, die Firmen, die hier sind. Es ist auch noch relativ dunkel, deswegen kann ich noch ein bisschen quatschen. Und dann würden wir uns mal einen Auftrag im Rahmen der Challenge suchen, die uns dann in irgendeine der nächsten Städte bringt. So ganz geblickt habe ich das noch nicht, aber egal. So, wir können natürlich auch erst... den Fotopunkt tanken müssen wir. Tanken. Wir könnten natürlich auch erst den Fotopunkt abarbeiten. Ui, da stand irgendwas. Ja, und natürlich werden in den Städten die Garagen gekauft, ne? Ist völlig klar, dass wir die halt haben. Genau, gestern Abend bei der Premiere, ich weiß nicht, wie die Aufnahmequalität da schon war. Mittlerweile dürfte sie auf jeden Fall auf 4K sein. Und ja, das mit dem Upload klappt inzwischen wieder ganz gut. Da tatsächlich, man muss die Telekom hier mal lobend erwähnen, ganze Arbeit geleistet. Ich habe es erzählt, ich hatte ja die Schwierigkeiten mit Abbrüchen, dass die ganze Performance irgendwo nicht gestimmt hat. Und ja, und man kennt das jetzt natürlich, klar, gerade wenn du selbst auch im Support arbeitest oder gearbeitet hast. Ah, jetzt müssen wir noch die Werkseinstellung machen und diese, und du weißt eigentlich als Supporter ganz genau, das wird es nicht bringen, da ist irgendwas anders im Busch. Na du, ich sag euch. Würde gerne raus. Dankeschön. Es war ein sehr freundlicher Fahrer. Er hat mich rausgelassen. Runkelt ein bisschen, gell? Es könnte sein, dass ich vielleicht den Verkehr ein bisschen arg hoch eingestellt habe. Vielleicht ein bisschen runternehmen auf 4 oder so. Mal schauen, bis wir da ein gesundes Mittelmaß finden. Ja, genau. Warum bei mir diese Traffic Density Mod abstürzt, keine Ahnung. Ist mir aber auch inzwischen egal. Rausgeschmissen. So geht es auch. Hauptsache etwas mehr Verkehr als normal. Aber ich denke, ich werde den auf 4 setzen. Junge, hier merkst, ganz ehrlich, hier merkst du, wenn du über diese blöden Dinger da in der Mitte fährst, ja, irgendwelche Teile reingenagelt oder so. So, wenn wir schon mal hier auf dem Weg sind, zum Fotopunkt, dann können wir auch hier... Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl von so Bungee-Kaugummi-Lecks.
Also wir werden diese Stadt abarbeiten. Dann werde ich schauen, ob es hier entsprechend Aufträge gibt. Siehst du, ich wollte Folgendes machen. Jetzt ganz vergessen. Und zwar Aufliegermanager. So, welchen habe ich denn? Guck mal, den nutzt da teilweise gar keiner. Warum eigentlich nicht? Rückschicken. Ja. Okay. So, was ist hiermit? Freigegeben. Okay. Sind eigentlich alle freigegeben. Warum der nicht? Benutzt die eigentlich keiner? Wir haben so viele Auflieger hier. Wir benutzt die kein Mensch. So, egal. Der ist weg. So, die übliche Firma. Da ist, finde ich jetzt nichts Neues irgendwie. Wir werden, pass auf, genau, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in eine andere Richtung, bevor wir den Fotopunkt abarbeiten. Da ist ja schon wieder einer. Wenn wir mal eine Werkstatt auch so, ich glaube aber Reparaturen haben wir im Moment tatsächlich nicht nötig, wa? Jetzt bin ich ein Stückchen zu weit gefahren. Kann ich hier eine Blockumfahrung machen? Ja, das sollte gehen. Hier sind wir schon wieder im Niemandsland, ne? Hör mal auf zu blinken, Mann. Ist doch gruselig. So, dann gucken wir uns hier die Werkstatt an. Wir wollen ja letztendlich wieder 100% der Karte abdecken. Und wie gesagt, es ist schon so, dass du solche Flecken, die du nicht abgefahren hast, wie meinetwegen Werkstätten oder sowas, echt, du findest die nicht wieder. Jetzt mit dieser Mod, die hier drin ist, vielleicht schon eher, aber mit dem alten System von SCS hast du das nicht wiedergefunden. Was ist das denn da auf der linken Seite für ein Riesending? Ist ja auch imposant, ne? Da ist irgendein Turm. Wäre schön, wenn es jetzt mal langsam hell werden würde. Da könnte man ein bisschen mehr sehen von der Stadt, wa? Hier fände ich eine Funktion ganz schön, dass man, ja, wie soll ich sagen, Zeit vorspulen oder dass man sagen kann, Mensch, ich trinke mal einen Kaffee, das dauert 20 Minuten. Dass man hier ein bisschen flexibler ist. Also nicht Zeit zurückstellen, aber vorstellen. Ich hab was vergessen, was ich wollte. Junge, die mögen es aber tun hier. Die knüppeln hier lang. Das ist unglaublich. Aber sowieso komische Kreisel hier. Und immer dieses Gerumpel. Diese Dinger, die sie da in den Boden gestanzt haben, Mensch. So, wo kommen wir hier denn hin? Hier kannst du parken. Mittendrin, okay. Mhm.
Also Hafengebiet offensichtlich. Ja, und man sieht eben an diesen ganzen Strecken, wo du jetzt, ich sag mal, noch nicht reinkommst, die gesperrt sind, wo ich die Sperren halt aufgehoben habe, wie viel Potenzial hier eigentlich noch ist. Und es gibt halt Leute, ich kenne persönlich, welche sagen, naja, ETS ist langweilig, du fährst nur von A nach B und mehr machst du nicht und bringst da Sachen weg und, ne? Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass man hier eine Menge entdecken kann. Wo kommen wir hier denn hin? Hier vorne nochmal. Oh, perfekt hier, Mensch. Guck mal. War? Gar nicht eingesetzt. Ist aber auch nicht als Abkürzungsstrecke gedacht. Gerade hier solche Dinger wie das Arbeitsamt, die sind immer ein wenig kritisch zu entdecken, vor allen Dingen später. Die Karte, das wisst ihr selber, die zeigt euch das oftmals überhaupt nicht an. Trotzdem wäre jetzt schön, wenn es hell werden würde. Na komm, fahrt. Ich fahre auch. Ich denke, gebäudetechnisch haben wir hier jetzt soweit alles tatsächlich. Hier musst du dermaßen aufpassen. Fahren auch einfach, mal ganz ehrlich jetzt. So, gib Gas, sonst muss ich dich schieben. So, dann geht's jetzt zu unserem Fotopunkt. Da gucken wir mal, was es zu sehen gibt. Und einen Videopunkt haben wir. Und ich würde fast... Upsala. Ich würde fast vorschlagen, dass wir an der Stelle uns den Videopunkt angucken, das Foto knipsen, die Folge dann dort beenden. Vorne können wir erst noch zu der Firma fahren und uns die angucken. Das wäre noch eine Maßnahme auf jeden Fall. Ja, das machen wir auch als erstes. Mal gerade rüber. Junge, mit Kreiseln meinen sie hier aber gut, wa? Leck mich am allerwertesten. So, hier ist die Firma. Wie heißen die? Wilco. Ach so, man hat ja hier drauf geachtet, dass man nach Möglichkeit tatsächlich originale Firmennamen hier reinbekommt, ne? Ich werde auch keine Mod hier installieren mehr, die richtige oder die, ja, die echte Firmennamen vorgaukelt, sage ich jetzt einfach mal. Einfach aus dem Grund, dass du da manchmal Firmen hast, wo dann zum Beispiel Lidl dran steht und du genau weißt, das kann hier eigentlich überhaupt nicht sein. Das ist, ne? So,
Haben wir überhaupt Licht an? Aber ich weiß, was wieder fehlt hier. Guck mal. Gut, leuchtet nach hinten raus trotzdem nicht. Egal. Oh, da stand was. Gut, der Kreisel müsste direkt weg sein. Okay. Also hier offensichtlich auch so ein... Ah, ich wollte gerade... Balkanmat, okay. Ich wollte gerade sagen, das steht nicht ernsthaft Baumat. Ne, da oben steht es auch. Fix. Also hier so ein Industriegebiet. Sieht auch nicht anders aus als im Rest Europas. Dann werden wir hier zum Videopunkt fahren. Erkläre euch gleich noch ganz kurz, wartet mal, das machen wir jetzt eben, was werde ich noch machen, genau. Da ist ein Hotel. Diese beiden Stückchen hier, die werde ich noch wegfahren. Ja, die Außenstraßen, die machen wir dann später auf jeden Fall. Wir gucken dann auf jeden Fall mal nach dem Auftrag. Hier im Rahmen dieser Challenge. So, und hier muss es jetzt einen Videopunkt geben. Ah, da ist er. Videopunkt und ein Fotopunkt. Und die gucken wir uns jetzt an. Zum Abschluss. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit am Start seid. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Kostet euch nichts. Und wer den Kanal unterstützen möchte, kann natürlich auch das tun. In diesem Sinne, viel Spaß hier bei dem Videodreh, hätte ich bald gesagt. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.